Ein wenig komplexer ist nun die Aufgabe 56. Wir haben zwar wieder einen Spannungszustand durch den Spannungstensor Sigma gegeben, wir sollen aber jetzt, wie schon in einer vorhergehenden Aufgabe, den Spannungsvektor T unter einem bestimmten Schnitt bestimmen. Dieser Schnitt ist allerdings durch den Richtungsvektor N gegeben, welcher normal auf die Tangentialebene einer Zylinderfläche steht. Und zwar jener Zylinderfläche, die der Gleichung y² plus z² gleich 6 entspricht und die im Punkt P 3, 1 und Wurzel 5 anzusetzen ist. Das heißt, hier ist es ein bisschen verklausuliert, weil man soll eine Tangentialebene auf einer Zylinderfläche bilden in einem bestimmten Punkt. Im Punkt deswegen, weil der Spannungstensor sich ändert im Raum, was auch nicht unüblich ist. Und dann anschauen die normalen Richtungen, wie schaut der Richtungsvektor dort aus und damit den Spannungsvektor ausrechnen. Also dazu sollte man sich vielleicht einmal überlegen, wie ist das beim Zylinder? Ich schneide einmal so, dass man den Kreisquerschnitt sieht, Y- und Z-Achse. Wenn man hier rauf in dem Punkt da, das wäre beispielsweise, wie haben wir den genannt, unser Punkt B, hier eine Tangentialebene reinlegt in den Punkt, dann kann man den Schnitt darstellen. Gut, also wir müssen sozusagen einmal diese normalen Richtung finden. Die normalen Richtung, jetzt habe ich da genau das P hergeschrieben, die normalen Richtung ist die da. Normal auf die Tangentialebene. Dazu muss man den Punkt B definieren und man muss irgendwie den Mittelpunkt definieren und dann kann man, so wie wir es aus der ersten Einheit kennen, mit wieder Abstandsvektor und so, kann man sich den normalen Vektor ausrechnen. Also ich komme immer wieder zurück auf das Problem mit den Vektoren. Die Zylinderfläche haben wir ja gegeben, das heißt, für diese Zylinderfläche da ist der Radius des Kreisquerschnittes dann natürlich Wurzel 6, weil y² plus z² ist r², damit ist r die Wurzel aus 6. Ja? Und der Punkt hier, der in der Mitte liegt, normal auf diese Tangentialebene in den Mittelpunkt des Zylinders verbunden, der lautet a, also den habe ich einfach mit a bezeichnet, und wenn der Punkt p bei 3, 1 und Wurzel 5 liegt, dann muss der Punkt A, wo muss der Punkt A eigentlich liegen? Dass der normal steht auf diese Tangentialebene. Gibt es nur eine Skizze. Das ist unser Zylinder. Da ist irgendwie P. Und wenn das da jetzt unsere Tangentialebene ist, die wir da reinlegen, so, die liegt so drauf am Zylinder wie irgendein Blatt. Naja, damit man dann den normalen Vektor so kriegt, dass er, schaffe ich das jetzt, so irgendwie normal auf diese Tangentialebene steht, muss man einfach nur rein verbinden auf die x-Achse. Und auf der x-Achse drinnen liegt ja unser Punkt A. Damit sollte klar sein, dass der Punkt A die gleichen Koordinaten wie P braucht in die x-Richtung und in alle anderen 0. Weil wir liegen sowohl auf x als auch auf z, auf der z-Achse. Ja? Also in y-Richtung muss er 0 sein, wenn der Zylinder so drinnen liegt und in die z-Richtung genauso. In der Ebene ist genau im Ursprung. Also lautet der 3, 0, 0. Und dann kann man natürlich da die Strecke ausrechnen. Betrag der Strecke zwischen A und B sollte rauskommen, 1 plus 5, Wurzel draus ist Wurzel 6. Oh Wunder, das ist natürlich der Radius. Ja, wenn wir normal verbunden haben, muss das der Radius sein. Und daraus, das AP habe ich noch nicht ausgerechnet, daraus kann man jetzt den normalen Vektor bauen, indem man einfach die Strecke AP als Vektor hinschreibt aus diesen beiden Punkten, dividiert durch den Betrag. So wie wir es immer gemacht haben. Wenn es die Strecke ausrechnen sollte, hier 0, 1, Wurzel 5 rauskommen, also P minus A durch Wurzel 6.
Also 1 durch Wurzel 6, 0, 1, Wurzel 5 ist unser normalen Vektor. Und jetzt beginnt es erst interessant zu werden, nämlich jetzt haben wir ja nur den normalen Vektor bestimmt. Jetzt ist die Frage, und wie kriegen wir jetzt den Spannungsvektor? Ich rechne mal den Spannungstensor aus. Ich spinne nicht, sondern ich rechne ihn wirklich aus, weil wir brauchen ja den im Punkt P. Der ist dann nicht einfach gegeben für P, sondern der ist gegeben für alle Orte da in dem, naja, im Zylinder eigentlich. Ja. Das heißt, man muss einmal einsetzen die Werte für P. Der Spannungstensor im Punkt P, den nennen wir dann Sigma P. Alles eingesetzt, 6 mal 3 mal 1, also die ganzen Koordinaten. 6 ist der Vorfaktor, x ist 3, y ist 1. Zweite 10 mal y Quadrat, also 10 mal 1 Quadrat, 0. 10 mal 1 Quadrat, symmetrisch übergeschrieben einfach, 0. 2 mal z ist 2 mal Wurzel 5. Und 0, 2 mal Wurzel 5. Was haben wir da? 0. Genau. So, also einfach x, y, z eingesetzt oben für den Punkt P. Und das Ganze mal 10 hoch 1 steht noch dabei in Megapascal. Wenn Sie es jetzt rein multiplizieren und innen alles ausmultiplizieren, haben wir 180, 100, 0, 100, 0, 20 mal Wurzel 5, 0, 20 mal Wurzel 5 und 0. Megapascal. Jetzt kennen wir den Spannungstensor dort und jetzt brauchen wir den Spannungsvektor. Das gleiche, was man bei einer Projektion von Vektoren auf Achsen macht. Da machen Sie auch Vektor, Skalar mit der Achse, mit dem Achsvektor, also mit dem Einheitsvektor von x, y oder z. Ist genau das Gleiche. Hier projiziert man halt ein Objekt, das ein zweistufiger Tensor ist, auf eine Fläche. Das ist nur eine Dimension höher, raummäßig gedacht, wie ein Vektor auf eine Achse. Aber das Konzept ist das Gleiche. Also Skalar einfach in die Richtung multipliziert. Und wenn wir das machen, dann, ja, ich schreibe es einmal her, dass einmal hier steht, 180, 100, 0, 100, 0, 20 mal Wurzel 5, 0, 20 mal Wurzel 5, 0, multipliziert mit 0, 1, Wurzel 5, 1 durch Wurzel 6. Und wenn Sie den ausrechnen, dann kriegt man tatsächlich einen Vektor raus. Sie müssen ja immer das mit dem, plus das mit dem, plus das mit dem und so weiter. Für die erste Komponente, zweite, dritte, also 100, 100 und 20 mal Wurzel 5 sollte da rauskommen. Und ja, 1 durch Wurzel 6 bleibt uns natürlich stehen. Wiederum Megapascal. Beziehungsweise, wenn Sie die 100 noch rausheben, dann können Sie auch Wurzel 5 Fünftel draus machen. Ich glaube, das habe ich so drinnen gehabt als Lösung, oder? Beim Test. 100 durch Wurzel 6, die 100 rausgehoben. Dann steht da 1, 1 und aus dem 20 Wurzel 5 wird Wurzel 5 Fünftel, das insgesamt wieder auf die 20 kommen, wenn Sie die 100 wieder rein multiplizieren. Megapascal.